Herzlich willkommen zum großen Finale von Bioshock Infinite. Wir haben uns sagen lassen, dass von hier an die Kacke am Dampfen ist. Also ab jetzt gibt es nur noch Story. Das war jetzt gerade der letzte Kampf und wir gucken uns jetzt das komplette Ende an. Mal sehen, ob wir hinterher schlauer sind. Ich hoffe schon. Auf zu Elisabeth am Bug. Oh, bin ich gespannt. Ich auch. Luca, komm her. Was ist? Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Na ja, dann. Wie war das jetzt nochmal? Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir jetzt es hat man eine Pause gemacht haben, und jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie es geht. Wir beide uns trennen. Ich muss die Flöte nehmen. Wo er eine leere Seite sieht, eine Flöte, sehe die sie in der Hand hat. Aber er ist mein Bruder. Ah, okay. Ich lass mal kurz das Audio. Ja, fertig. Wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Ja, schon geschafft. Columbia alles wird brennt. Mit Tränen enden. Mal sehen dann, ob das stimmt. Ich nehme mal die Flöte. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Wird Elisabeth entfesselt, oder? Weil sie. Der Siphon diente doch dazu, ihre Kräfte zu bändigen. Mhm. Oh. Die Flöte! Elisabeth! Der Vogel, Elisabeth! Ich kann ihn nicht halten! Er kommt! Nein, er kommt nicht. Wo ist er? Wo ist er? Oh. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Gut so. Gut. Oh. Elisabeth, es tut mir leid. Das ist Rapture. Ja, das ist Rapture. Wie geil ist das? Was ist das hier? Elisabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Ist nicht wahr. Wie cool. Ja. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Das ist der Raum, wo man das erste Mal... Das erste Plasmid nimmt, oder? Im ersten Bioshock. Das ist ja nett. Also spielst doch im gleichen Universum sozusagen, nur in einer anderen Welt. Na gut, okay, wir sind ja in einem anderen Universum. Ja, also aber schon die gleiche, ne? Gleiche Kosmos, wie auch immer man das nennen mag. Laut der Logik des Spiels hätten wir ja überall rauskommen können. Ja. Wir könnten ja hier bei Gears rauskommen. Wir könnten auch hier bei dir im Let's Play-Raum auch rauskommen. Das wäre mal was, oder? Wenn man, keine Ahnung, wenn Kinect oder so oder eine Kamera verbreiteter ist, dass man auf einmal... Hier sind wir richtig. ...das eigene Videobild... Wieso? Was ist denn los, Elisabeth? Was meinst du damit, einen Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Mit der Sphäre sind wir nach oben gefahren, nach unten gefahren damals. Die Bathysphere, ja. Da kamen wir beim ersten Bioshock hier unten an. Hier gibt es so ein Vita-Chamber, diese Wiederbelebungskammern. Das ist hier der erste Raum, wo man ankommt in Bioshock 1. Jetzt fahren wir vielleicht nach oben. Schauen wir mal. Dann müssten wir in dem Leuchtturm rauskommen, bei dem wir bei Bioshock 1 eingestiegen sind. Ja. Der Andrew Ryan Leuchtturm mit den... Das werde ich vermutlich bereuen. Ah, jetzt geht aber abwärts. Ah, nee, doch. Ah, stimmt. Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Sagt der Mann, der aus der Stadt in den Wolken kommt. Die PC-Version von Bioshock 1 nie gesehen, aber sieht jetzt gar nicht so viel neuer und besser aus. Nee. Vielleicht ist es Absicht, dass es genauso aussieht. Ich glaube, das sollte durchaus so sein.
Ah, da siehst du? Da ist er. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Wie wird denn die Bathysphäre bewegt? Keine Ahnung. Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Wer weiß sie denn das alles? Ich weiß es nicht. Schnell hoch. Boah, ist ein schöner Sternenhimmel. Voll cool. Fehlt nur noch dieses Mondgesicht aus diesem alten Stummfilm. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Na denn? Open Sesame. Oh. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Wahnsinn. Ach, jeder Leuchtturm ist die Tür in eine Welt. Scheinbar. Ja dann, und wo geht's hin? Da dürfen auch lächerliche Unterwasserstädte dabei sein. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt eine Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Hätte ich den anderen Weg gehen wollen? Ach, das ist, glaube ich, ganz wurscht. Dann würde ich das schon sagen. Ja? Ja. Dann nehmen wir mal die. Oh. Okay. Da. Sind wir? Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker. Das ist schon geschehen. Wahnsinn. Also schon allein für diese Szene muss man dieses Spiel gespielt haben. Ja. Gut, das erklärt jetzt auch noch nicht viel, weil das ist viele Welten gab und viele Varianten. Wie blöd war das in Bioshock 1 und 2? Ja. Wo das am Anfang alles so, oh, ich will diese Welt entdecken und irgendwann kam man zu dem Schluss, da gibt's nichts zu entdecken. Und hier ist es immerhin noch das hier. Links oder rechts? Ich glaube, es ist ganz wurscht. Im Zweifel links. Warte mal, ich schau mal kurz, ob auf der anderen Seite auch eine Tür ist. Kannst du das verstehen, was da läuft an Musik? Nee, es gibt aber einen Song oder einen so ein Ambient-Sound-Ding. Vielleicht ist das, was ein Song ist, der sehr langsam abgespielt ist oder rückwärts oder so. Das haben ein paar Leute schon analysiert im Netz. Wow! Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal.
Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Mein! Was soll denn das? Geht sie weg! Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Anscheinend will Booker gar nicht, dass seine Sünden groß vergeben werden. Warum hat er denn da solchen Schiss davor? Vielleicht muss er sich erst selbst vergeben, bevor er von jemand anders Vergebung erfahren kann. Ja, aber manchmal geht das halt nicht. Oder zumindest er meint dazu halt, vielleicht ist er der Meinung, dass seine Sünden nicht vergebenswert sind. Meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Jetzt sind wir wieder im Büro. Kannst du mit dem reden? Ich versuch's mal. Lutez? Nee. Kind? Ist das Anna? Moment, warte, das stimmt nicht. Was das ist Elizabeth. Das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Das ist Elizabeth, oder? Das hat die gleichen Augen, das Kind. Ja. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Aber das ist doch nicht Comstock. Soll ich ihm das jetzt geben? Hat Booker sein Kind weggegeben? Und das ist die Schuld, die er tilgen will? Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Ja. Gottes Willen, wie viel besser ist das als alles, was es vorher irgendwie im Bioshock gab. Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst,
wenn er gar nicht erst gelebt hat. Hä? Aber widerspricht das nicht auch dem Prinzip? Es kann doch gar nicht möglich sein, ihn komplett auszulöschen. Weil in irgendeiner Variante muss er doch noch da sein. Das kann sein, aber ich habe eine Ahnung, wer der Typ oben ist, der auf dem Stuhl sitzt und umgebracht wurde in dem Leuchtturm. Wir sind jetzt wieder am Spielanfang. Stimmt. Das könnte sein. Hey! Ich spiele nicht mehr mit, hört ihr? Instabil. Ich steig aus! Geht sie zurück! Geht sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Das kommt, Doc. Nein. Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist soweit, los! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Oh. Okay, also Anna ist Elizabeth. Ja, und Anna ist aber auch seine Tochter. Und er hat sie zum Tilgen der Schuld an die Lutesses und Comstock gegeben, weil die wussten, dass die irgendwelche Kräfte hat. Aber wissen wir denn, was die Schuld ist? Nee. Ist die Schuld vielleicht, dass er so viele Leben genommen hat bei dem 100 nie? Das fände ich zu einfach. Das wäre ein bisschen komisch, dass er diese Schuld bei dem Comstock tilgen kann. Weil ja. Er war ja am Ende des Tages dafür verantwortlich. Für 100 nie. Na gut, machen wir mal die nächste Tür auf. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Aber dann muss doch, wenn er 20 Jahre da drin war, dann muss doch Booker viel älter sein, als er ist. Naja, er ist schon ziemlich alt. Naja, also aber haben ihn in Trailern oder so, hat man ihn ja schon recht alt gesehen. Das heißt recht alt, er war vielleicht Ende 30, Anfang 40, wenn überhaupt. Naja gut, das kann doch hinkommen. Ja. Wenn die Jungen ihre Kinder, das Kind bekommen, ich meine, das ist ja noch eine andere Zeit. Ja, gut. Was ihm 45 mal sehen, was so. Die Lutesses hier so raus drauf haben an neuen Infos. Aber funktioniert er. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Geben Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Ich habe es erlebt. Tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich habe dich verkauft. Ich habe dich verkauft. Für Sie spricht, Sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Jetzt wären wir hier noch zum Kindsmörder. Da rennen wir wieder. Ah.
Ja. Also nächster Versuch also mit Leuchtturm. Ein paar Fragen, finde ich, sind jetzt schon ganz gut beantwortet. Aber wie gesagt, das mit der Schuld verstehe ich immer noch nicht ganz gut. Was ist die Ausgangsschuld, die er tilgen wollte? Mit dem ich verstehe noch nicht ganz, Verkaufen wieso... Verkaufen des Kindes. Woher Elisabeth die Kräfte hat und woher die Lutesses das wissen. Ja, wie sie das alles so verstehen und steuern können, das verstehe ich auch nicht so ganz. Uka, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Und woher wussten sie in der Stadt? Oh. Uka de Witt, bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Uka. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles was war zurückzulassen? Du bist nicht. Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Komm, Stock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Steck ihn in seiner Krippe. Steck ihn, wiedergeboren werden. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Uka de Witt. Nein. Ich bin beide. Yep. Okay, jetzt, okay. Also die letzten 2 Minuten bin ich nicht mehr hinterhergekommen. Also Booker ist Comstock. Ganz ehrlich, ich hab mir schon sowas gedacht. Aber ich glaube, ich finde die Auflösung ein bisschen sehr hingeschoben. Damit es irgendwie nach dem großen Ganzen klingt. Ja, es kommt ja nach dem Abspann angeblich noch was. Okay. In der Zwischenzeit könnten wir rätseln, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich groß rätseln soll. Also Booker ist Comstock. In irgendeiner Welt hat sich Booker entschieden, zum großen Propheten zu werden und... Das erklärt wiederum, warum Booker die... Warum die sich kennen. Warum Comstock Booker kennt, während Booker Comstock nicht kennt. Aber... Wer war denn dann der Erste, beziehungsweise wo ging es denn los mit dem bösen Booker, also mit Comstock selber, ich oder? Ich weiß es nicht, vielleicht. Und er hat sich entschieden, sich quasi in der anderen Welt sich reinzuwaschen, um dann sich selbst quasi zu töten, damit das alles gar nicht erst passiert. Aber woher weiß er denn von den anderen Welten? Wie kann er das denn alles wissen? Zumal ja in Columbia, der falsche Hirte mit dem AD, was wir jetzt ja wissen, dass es für Anna de Witt steht, als Warnung schon als Plakate an den Wänden hing. Naja, angenommen, Booker hat nach seinen ganzen Sünden sich irgendwie durch diese Taufe entschieden, ein anderer zu werden, um dann die für seine Moral quasi denkbar größte Lichtgestalt zu werden, nämlich Comstock. Mhm. So, und dann... Hä? Moment. Ihr seid jetzt live dabei, wie mein Gehirn verkrampft. aber kann der alte Comstock das ausgelöst haben, dass quasi eine jüngeren Version von sich das alles ungeschehen macht, weil er irgendwas bereut oder nicht? Ich weiß es eben nicht. Also das oder ist es unabhängig voneinander passiert, dass quasi, da es ja in jeder Welt einen Booker bzw. Comstock gibt, dass das dann sozusagen Comstock gar nicht verhindern konnte oder alles getan hat dafür, das zu verhindern mit diesen Plakaten, dass eine jüngere Version oder eine andere Version von ihm, weil er ja über diese ganze Weltengeschichte wusste, dass er damit verhindern wollte, dass quasi er in die Comstock-Welt eindringt. Übrigens wieder das Bee Gees-Lied. Beach Boys. Beach Boys, sorry. Ja.
Also ich glaube, ich muss mir nach dem Ende jetzt hier erstmal ein paar von den Erklärungsversuchen, die es im Internet gibt. Es gibt ja keine offizielle Erklärung dafür, sondern nur Erklärungsversuche. Die aber wohl sehr, sehr schlüssig und sehr detailliert sind. Aber gibt es denn mehrere Varianten? Ich habe ja noch keine gelesen davon. Gibt's nicht, es gibt wahrscheinlich nicht eine Wahrheit, oder? Keine Ahnung. Vorstellen. Naja, so viele Wahrheiten, wie es Welten gibt wahrscheinlich. Ja. Was mich ein bisschen ärgert an dieser Auflösung der Geschichte, die ist natürlich jetzt sehr auf Booker und Elizabeth, auf die beiden Figuren geeicht. Ich finde, sie entwertet natürlich ein bisschen die ganze Welt und die ganzen Konflikte, die daran stattfanden. Ja, aber das ist ja nicht untypisch für die Schockspiele. Ja. Also so ein bisschen so dieses, ja, was jetzt mit den Widerstandskämpfern und mit der einen Seite und der anderen Seite spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Das ist alles nur Ablenkung, alles nur, um das ein bisschen, das Spiel zu strecken so ein bisschen. Man merkt schon, dass Ken Levine so einen ganzen Stapel an Themen hat, die er immer gern behandeln will und da so eine Suppe rührt, wo dies noch rein muss und jetzt macht er noch Rassismus rein und Arbeitskampf und was auch immer und viele Weltentheorie. Und das kommt halt dann hinten bei raus und muss eigentlich sehr dankbar sein dafür, aber es ist halt keins von den Themen komplett durchdacht oder durchausgelotet. Aber bitte. Trotzdem aber es war Welten auf jeden besser, Fall, was man sonst so kriegt bei Spielen normalerweise. Ja, es war auch auf jeden Fall, was das Ende angeht, ein viel größerer Spaß als jetzt beispielsweise bei Bioshock 1, wo ich dann in der Endsequenz dann doch so da saß und gesagt habe, Fahrt, langweilig. Das war nicht so cool, obwohl es eine stärkere Perspektive hatte. Bioshock 1 war nicht so ganz abgeschlossen, je nachdem welches Ende man nahm. Mhm. Es gab eine Perspektive für die Spielfigur. Hier ist es ja eine Selbstauflösung. Hatte ja auch einen Nachfolger dann. Werden wir jetzt wahrscheinlich zu Bioshock Infinite nicht kriegen. Werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum man noch ein Bioshock Infinite 2 brauchen sollte. Aber das Bioshock 2 war in dem Sinne auch kein Nachfolger für die Figuren, die in Bioshock 1 wichtig waren. Das war einfach eine andere Geschichte in der Welt. Das ist ja wahrscheinlich das, was uns in den DLCs ein bisschen erwarten wird. Wo ich da jetzt auch ein bisschen das Problem habe, wenn ich jetzt irgendwie die Geschichte von jemand anders spielen würde, vielleicht sogar mit einer anderen KI-Begleitung. Gab's ja, das haben Gerüchte. Sie ja schon angedeutet, ja. Ist das überhaupt wichtig? Löst sich das nicht alles irgendwie auf? Ich meine, am Ende haben wir jetzt auch gesehen, dass die ganzen Elizabeth-Varianten sich aufgelöst haben, bis auf eine hoffentlich. Ja. Obwohl man ja auch sagen kann, wie kann das sein, dass seine Tochter existieren kann? Wenn er sich selbst getötet hat. Das ist wahr, ja. Das ist ein bisschen das Ende von dem Original-Cut von Butterfly Effect, wo er sich ja auch aus der Rechnung quasi herausnimmt. Indem er sich selber sozusagen abtreibt. Genau, er treibt sich selbst ab, genau. Haben wir euch das jetzt auch verraten, aber mein Gott. Ja. Aber es ist vielleicht für die, die nur die Kinoversion gesehen haben, das ist das eigentlich richtige Ende. Im Kino wurde ein publikumsgerechtes, nette Welt, aber inhaltlich totaler Quatschende gezeigt. Was natürlich schön wäre, ist, wenn sie die DLCs dazu nutzen, dass sie halt einige von den Themen nochmal mehr ausloten. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, angenommen, man spielt die Lutest-Zwillinge oder einen von beiden. Ja. Wo dann diese ganze Geschichte ein bisschen mehr erforscht wird. Oder man spielt Daisy Fitzroy oder man spielt jemanden, der mit Daisy Fitzroy zusammenarbeitet, zum Beispiel. Ach guck mal, das finde ich ja auch sehr nett. Dass jeder nochmal eine Danksagung machen kann. Das ist immer sehr nett. Das hat Epic damals auch gern gemacht, mit Fotos sogar noch vom Team. Es ist immer schön, wenn man so die Leute ein bisschen kennenlernt und wenn es jetzt hier auch nur kurze Texte sind. Mom for renting me NES games and dad for taking me to the arcade. Love you both. Sehr schön. Das Ende von System Shock 2, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist ja jetzt auch schon ewig her, dass ich das mal durchgespielt habe. Ja. Auch hier, to my former 38 Studios Family. 38 Studios gibt es ja auch nicht mehr, das waren die Macher von Kingdoms of Amalur. Genau. Und aber das Bioshock Infinite Ende und das System Shock 2 Ende und das System Shock 1 Ende waren ja auch eher konventionelle Enden. Also da wurde halt das Böse mehr oder weniger besiegt. Hm. Die waren ja an sich auch viel konventioneller, die Spiele, was die Erzählebenen anging. Also Bioshock 1 und 2 wollten kaum ins Metaphysische rein. Mir fällt jetzt auch spontan gar nicht so viel ein in der Spiele-Ecke, das so metaphysisch ist am Ende, außer Enslaved vielleicht. Das nicht doof ist. Mhm.
Ansonsten, was gibt's denn noch? Ich glaube, es gibt so ein paar von den Indie-Spielen, die sich so ein bisschen in diese Ecke reingerettet haben, aus einer halben Verlegenheit auch, weil sie dann so ein bisschen eine höhere Ebene erreichen können, auch in der Besprechung. Braid zum Beispiel, dass ja diese Theorie hat, was bei Braid eigentlich in Wirklichkeit passiert. Habe ich aber selber nicht durchgespielt und kann dazu deswegen auch nichts sagen. Ich weiß nicht, auf was es hinausläuft, laufen soll angeblich. Mhm. Aber bei dem bin ich jetzt schon sehr heiß drauf, mir die ganzen Interpretationen durchzulesen. Ich glaube schon, dass es dann irgendwann Klick macht. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht so schwer. Aber es ist bei so Zeitreise bzw. so Weltwechselgeschichten immer schwierig, beim ersten Mal da den Überblick zu behalten. Wer denn, wo, wann, welche Welt betritt und... Ne? Ich glaube, es gibt da immer irgendwo ein Logikloch drin. Ne? Wie bei 12 Monkeys damals. Das ganze Zeug, auch schon. Das geht einfach nicht. Ja. Aber es ist schön, dass es sich mal damit auseinandergesetzt wird und auch wirklich am Ende nochmal so schön aufgedreht wurde. Also auch, was das Visuelle anging. Also es war ja einfach hübsch, muss man ja auch mal sagen. Als Buch, auch Spaß. Als Buchtipp von mir zum Thema Viele Weltentheorie, ich weiß nicht, ob ich das den Titel schon genannt habe, also den Autor bestimmt schon mal bei Alan Wake oder hier vielleicht auch schon. Brian Greene, US-amerikanischer Physiker, Wissenschaftler und Buchautor zum Thema Viele Weltentheorie. Sein letztes Buch namens Die verborgene Realität heißt es, glaube ich, im Deutschen The Hidden Reality im Englischen. Schlüsselt sehr, sehr anschaulich auch für den Laien die Möglichkeiten des Multiversums auf in verschiedenen Varianten und logisch sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Mhm. Also er fängt damit an, dass er erklärt, wo kommt denn der Begriff der Unendlichkeit her und wie kann man die interpretieren und wie kann man denn beweisen, ob es so einen Begriff von Unendlichkeit denn überhaupt gibt und wenn es ihn gibt, was der für Folgen hat, und da passt das hier alles sehr, sehr gut dazu. Also wer sich da mit dem Thema ein bisschen besser beschäftigen will, dem sei das Buch sehr ans Herz gelegt. Man muss keine physikalischen Vorkenntnisse haben und auch keine Mathematikkenntnisse. Und trotzdem ist es nicht unbedingt platt, sondern sehr, sehr interessant. Ansonsten, wir wissen noch nicht genau, ob wir noch ein... Ach, schau mal. Schön. Das ist übrigens Ken Levine, ne? Ken Levine, rechts, ja, Chefautor und kreativer Kopf. Und Booker und Elizabeth, die Synchronstimmen. Oder die Sprecher, genau gesagt. Und immer schön ungefähr so gut aufgenommen, wie wir Videos aufnehmen würden. Ja. Aber sehr nett. Kann sogar spielen ein bisschen, der Mann. Nee, wir wissen wie gesagt noch nicht ganz genau, ob wir ein Was wirklich bei Bioshock geschah Video machen werden. Oh Gott, da bin ich überfordert. Es ist eine harte Nuss, wir wissen es noch nicht und es gibt halt schon einige im Netz. Also wir gucken uns das mal an und vielleicht machen wir es ja, vielleicht aber auch nicht, wissen wir jetzt noch nicht. Was wir auf jeden Fall machen, wir machen ein Video, in dem wir vergleichen, was hat denn Irrational in den frühen Gameplay-Videos von Bioshock Infinite gezeigt und was davon hat es denn tatsächlich ins Spiel geschafft. Ich kann schon mal verraten, so viel vergleichen werden wir da gar nicht tun. Wir werden uns aber das Material anschauen, was es vorher gab und darüber sprechen, was es und warum es vielleicht nicht ins Spiel geschafft hat. Ja. Und es wird kein Fail-Check, aber ein Failed-Check werden. Denn das Spiel ist ja anders als zum Beispiel bei Alien Colonial Marines, wo ja auch vorher anderes gezeigt wurde als jetzt im fertigen Spiel, ist ja das fertige Bioshock Infinite ein hochqualitatives Produkt geworden. Richtig. Was die Story hier angeht, nachdem wir nicht wissen, ob wir ein Erklärvideo machen, ich euch aber auch nicht einladen will, aus Respekt vor den Leuten, die jetzt dieses Video noch nicht ganz gesehen haben, sondern gerade vielleicht sich das Video anschauen und es nicht erwarten können und runter die Kommentare scrollen. Wenn ihr unter diesem Video irgendwelche euch austauschen wollt über die Story oder eure Theorien über die Story, dann macht das ruhig, aber bitte schreibt vor jedem Post eine dicke, dicke Spoilerwarnung hin. Wer es dann noch liest, der ist dann selber schuld. Und der soll sich dieses Video am besten auch lieber erstmal ganz anschauen, aber jetzt ist es natürlich auch zu spät. Wenn ich das jetzt erzähle, dann hört er das natürlich nicht. Müsste ich jetzt in eine andere Welt gehen und ihm das vorher erklären, mache ich aber nicht. Hätten wir am Anfang erklären müssen. Naja. In einer anderen Welt haben wir es richtig gemacht. Das ist jetzt hier dieses Will the Circle Be Unbroken Lied. Genau, oder? Ja. Da gibt es ja jetzt auch gerade einen Kinofilm. Der so heißt? Ja. The Broken Circle heißt der, glaube ich. Ja, genau. Ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, geschrieben von einer Frau,
Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Song jetzt, nicht? Genau, die hat wohl eine ganze Menge an Spirituals und religiösen Songs geschrieben. Den und bestimmt noch welche, die man kennt. Weiß aber gerade den Namen nicht von der Dame. Ist auf jeden Fall ein schönes Lied. Ja. Ja, Mensch, haben wir Bioshock durchgespielt. Ja. Cool. Also wirklich ein tolles, tolles Spiel. Bisher mein Spiel des Jahres, was auch an der mangelnden Konkurrenz liegt, dieses Jahr. Bei mir konkurriert es mit Lego City Undercover. Das habe ich ja nicht gespielt. Das ich von Folge zu Folge beeindruckender finde, weil ich das so selten mal erlebt habe, dass ein Videospiel geschrieben ist für alle. Für Kinder und für Erwachsene. Dass auf jeder Ebene ein Spiel seine Zuschauer und seine Spieler abholen kann. Das ist so, so, so selten. Und deshalb auf jeden Fall Applaus wert. Aber diese beiden Spiele sind bis jetzt, und jetzt haben wir fast Mitte des Jahres, die Highlights. Absolut. Wer übrigens solche Musik mag, dem sei der Soundtrack von Oh Brother Where Art Thou ans Herz gelegt, wo die wichtigsten US-amerikanischen Bluegrass- und Country-Künstlerinnen, die ungefähr was in die Richtung machen, vereint sind, nämlich unter anderem Alison Krauss und Gillian Welch. Die letzte Gillian Welch-Platte, The Harrow and the Harvest, heißt sie, glaube ich, kann ich auch sehr empfehlen. Und von Alison Krauss nahezu alles, was nicht zu sehr in die Pop-Schiene geht, aber eher das, was sie mit ihrer Band Union Station macht. Wenn man sowas mag, es ist sicher nicht jedermanns Sache, aber vielleicht gewinnt ihr durch Bioshock Infinite eine oder andere unter euch ein bisschen eine Liebe zu dieser Art von Musik. Wie auch zu Barbershop und was wir auch immer noch so gehört haben. Kannst du den Film auch empfehlen? Oh, Brother Where Art Thou auf jeden Fall. Ich kann mich total daran erinnern. Schon mit, zu lange mit her. Mit der coolste Coen Brothers Film. Super Film. And sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first and then sort of start to play the song and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. Ich glaube, es kann ganz schlimm sein, mit dem zusammenzuarbeiten. Glaube ich auch, ja. Weil der will halt seinen Weg haben. Ja. Der kann bestimmt ganz anstrengend sein. Muss man aber allerdings ist nicht ihm auch lassen. Weil sowas macht man halt als Director. Ich meine, die großen Regisseure waren auch alle irgendwie so, ne? Und dann kommt halt auch was raus. Ja. Ich glaube, unter Kubrick war es noch schlimmer. Oh ja, bestimmt. So, jetzt kommt noch was. Was kommt jetzt noch? Wir, wenn die große Auflösung, die große Erklärung. Das war alles nur ein Traum. Von Stewie Griffin. Du kannst dich bewegen, glaube ich. 8. Oktober 1893. Das ist ja 20 Jahre vor. Kannst du irgendwas machen? Ja, ich musste das Gamepad erstmal wieder anmachen. Ah ja. Booker. Oh, das Kinderzimmer. Wir sind wieder hier drin. Boah, bin ich jetzt gespannt, was jetzt noch kommt. Ich guck erstmal kurz, ob ich hier raus kann. Nee. Anna? Anna? Ja? Bist du das? Hä? Okay, das hat mir jetzt mal gar nichts gebracht. Was sollte das denn jetzt noch? Verstehe ich jetzt auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Naja, man muss ja auch nicht alles verstehen. Hä? Aber keine, es muss auch irgendeine Bedeutung gehabt haben. Gott. Ich glaube, da können wir uns jetzt drin verlieren, da irgendwelche bedeutungsschwangeren Thesen rauszuziehen. Nun denn, wie gesagt, diskutiert mit uns unten, macht Spoilerwarnungen. Wir lesen uns jetzt mal ein, was hier wirklich passiert ist. Als nächstes machen wir aber erstmal, schauen wir uns erstmal an, wie die früheren Videos aussahen, bevor das Spiel rauskam, was da so alles gezeigt wurde. Und was alles nicht im fertigen Spiel drin ist. Na dann. Oder anders ist. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder auf GameTube hoffentlich. Dann vielleicht mit Spielen mit etwas profanerer Geschichte. Glaube ich Zisch, zumindest. Peng, bum, bum. Genau. Und auf jeden Fall zu den DLCs. Richtig, ja. Zu den DLCs auf jeden Fall. Dann auch wieder bestimmt mit großen Bossgegnern mit glühenden, verwundbaren Stellen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, tschüss. Ciao.